Eine neue Woche mit den Ranked-Spielen und damit willkommen zurück. Gleichzeitig aber auch eine neue Woche mit einer neuen Season. Season 4 im Jahr 2018 steht an, vermutlich die letzte Season in diesem Jahr. Gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. Wir spielen wohl Skya, wir sind relativ weit unten, das heißt Chromi könnte eine Idee sein. So. Folgende Sache habe ich an dieser Stelle noch anzukündigen. Die Teamliga kann man jetzt auch solo spielen, zu meiner großen Überraschung. Das heißt, es wird jetzt so sein, dass ich es genauso aufsplitte wie bei den Quick Matches und Unranked. Da gehe ich allerdings eher nach den Rollen. Das heißt, die Rollen, die ich hier habe, Tank, Assassine, Supporter und Spezialist, sind alles Quick Matches und die Rollen dazwischen, die drei, die fehlen, um die 7 Folgen für eine Woche abzuschließen, sind unranked. Genauso werde ich das auch jetzt hier haben. Das heißt, ich werde mich den Quick Match und unranked anpassen, sodass ich immer im Wechsel einmal die Woche dreimal ranked Heldenliga spiele und viermal ranked Teamliga. Das ist momentan der Plan. Das heißt, wir werden Ranked ein bisschen zurückschrauben. Was heißt zurückschrauben? Heldenliga ein bisschen zurückschrauben. Denn in der Heldenliga ist es momentan so, dass es ein wenig länger dauert als die Teamliga. Und in der Teamliga haben wir momentan dann doch ein bisschen bessere Spiele, hoffe ich zumindest. Deshalb für mich Teamliga ein bisschen mehr Priorität zukommen lassen. Das heißt, Teamliga viermal die Woche und Heldenliga dreimal die Woche. Schauen wir mal, was geht. Ich habe noch nicht die Placement-Matches abgeschlossen. Das werden wir jetzt tun, vermute ich. Wir werden mal wieder gucken. Wir können auch nach Sebo hier spielen. Ich glaube, es ist sogar besser, wenn wir nach Sebo hier spielen. Schauen. Das, was hier unten ist, ist übrigens momentan mein Lineup für diese Season. Was den Ranked-Modus angeht, also den Heldenliga-Modus angeht. Der Hero League, das sind diese 8 Helden, die ich da spielen werde, höchstwahrscheinlich. Teamliga werde ich mich an mein Team anpassen. Das heißt, da werden wir alle spielen und ausprobieren und rumprobieren. Mal gucken, wie gut das mit dem Team Zusammenstellungen funktioniert. Gut, so viel dazu. Nur damit ihr Bescheid wisst. Jetzt also, ich werde das noch kennzeichnen, ich weiß noch nicht genau, wie ich das kennzeichne. Wahrscheinlich 2-3 Wochen dauern, bis ich da ein paar Ideen habe, wie ich das machen werde. Schauen wir mal. Bereit für ein Abenteuer. Es ist Zeit. Ich höre den Ruf. Für den Frostthron. Dann wollen wir mal schauen, wie es laufen wird. Gold 2 sieht nach Gold 2 aus. Ich habe relativ viele Spiele verloren. Wir gehen mal schauen, ob es jetzt besser wird. Las mejores batallas del Nexo. La arena está de bote en bote. Y arrancamos. So, Nasibo. Wir haben eine Schlacht zu gewinnen. Ich gehe. Faltan 10 segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Uno. Vámonos. Die Zeit ein.
runter. Hab ich beinahe den Arthas gerade gekillt. Ich gehe. So, was mir in der letzten Zeit wieder aufgefallen ist, ist, dass ich extrem gierig bin. Das heißt, wir werden ein bisschen intelligenter spielen, hoffentlich. Hier kommt euer Tod. Natürlich. Mal gucken, wir können eigentlich ganz gut den Cage setzen, wenn er seinen Dingsbums da durchzimmert. Die Geister sind einverstanden. Wir haben unsere Triglas-Protektoren für das Kampfgeschehen im Nexus angepasst. Machen genau Sie sich bereit für einen Feldtest. Nice. Habe ich gerade noch von Gier gesprochen, da wollte ich unbedingt den Globe noch haben. Übernehmen Sie die Kontrolle darüber, um den Mech zu steuern. Das war nicht so intelligent. Die Geister rufen mich noch nicht. Der Weg ist frei. Schade, dass ich kein Mana mehr hätte, sonst hätte ich wahrscheinlich die Leichenspinnen. Untergang ist besiegt. Die Geister sind Elige un talento. La multitud quiere más. Das war unnötig, dass wir da noch drin geblieben sind. Ich zurückgehen sollen. Viel zu greedy schon wieder. Das ist das, was ich meine. Ich wollte da unbedingt einen Spot, aber es ist total unnötig gewesen, weil wir sowieso die 99% schon haben. Das ist super dämlich gewesen. Das meine ich, im Moment ist es irgendwie so ein... Bin ich so ein Sturkopf, ich bin zu greedy. Dann ist er auch tot. Okay, da müssen wir nicht mehr hin, das Ding ist gelaufen. Der Feldtest hat begonnen. Greifen Sie den gegnerischen Protektor an und finden Sie heraus, wie viel Schaden seine Panzerung einstecken kann.
führt uns, ihr Geister. Führt uns, ihr Geister. Ja, das wird er da unten bekommen. Ich muss zwei Lands mir holen. Das ist also die Macht des Protektors in ihrem vollen Ausmaß. Beeindruckend. Mega unlucky alles gerade. Jetzt leckt's natürlich. Talento! Talento! Schade. Ich gehe. Ich mache ein Zugriffsterminal bereit. Okay, das wird auch wieder nichts. Dann können wir das erstmal vergessen. Dann werde ich weiter Push machen. Kontrollieren Sie es und Sie können den Protektor steuern. Los técnicos tiraron un fuerte. Me los van a pagar. Ein echter Volltreffer. Der Weg ist frei. Ja, ich muss hoch. Aber wir sind nicht 13. Die fighten halt wieder dagegen. Gegnerischer Protektor online. Leiten Sie die Verteidigung ein.
¡Fuerte perdido! ¡Ay, Raimundo! ¡Tú y todo el mundo! Das reicht nicht mal. Ist das eine Scheiße? Elige un talento. Doch, jetzt reicht's. Ich gewinne an Kraft. Sofort. Jetzt sind sie halt wieder 16 und wir kommen nicht hinterher. Seine Grenzen geführt. Gut gemacht. Das wäre halt so viel besser gewesen, wenn wir halt da nicht reingeonkt wären. ¡Qué talento de estos luchadores! ¡Los técnicos destruyeron un fuerte! ¡El público está que arde! Ja, 152 Stacks, wir sind jetzt bald gestackt, mal gucken. Lasst uns dieses Söldnerlager einnehmen. Der Weg ist frei. Um zumindest jetzt wieder eine Chance zurückzukommen. Ein neues Terminal sollte bald bereit sein. Oh je. Wurde die gleich wieder ready? Die Geister sind einverstanden. Oh nein, nicht die Stelle.
cayó ese héroe. ¡Qué brutal guillotina! Oh no. Schade. Jetzt ist das Ding auch weg. Wir brauchen dringend Level 20. Diese 20 perfides Gift wird das alles einfacher, was wir hier spielen. Eine Art von denen überlebt. Ja, also wo Keyfan jetzt. Sie erleben die Macht des Protektors gleich aus der Nähe. Machen Sie sich bereit. Ich lebe wieder. Oh, der überlebt halt, ey. Das gibt's doch einfach nicht. Und die stirbt auch. Ja gut, da muss ich jetzt Steffen hinten. Die hat wieder wegkommen, das gibt's doch nicht. Los técnicos se anotan esta caída. Fuera esa fortaleza. Talento, talento, talento. Luchadores se dieron con todo. Muerte doble. Muerte triple. Level 20, 186 Stacks. Hier kommt euer Tod. Was mir gerade auffällt, ich habe natürlich viel zu wenig Camps gemacht. Um da XP-mäßig dran zu bleiben, ähnlich wie bei Hanamura, wäre das deutlich effizienter gewesen. Wir gucken mal. Unser Verbündeter benötigt Hilfe. Euer Untergang ist besiegelt. Ja, die Geister holen euch. Bereite Ihnen ein weiteres Terminal vor. Kämpft weiter so. Begeistert. So
Angriffsterminal online. Sichern Sie es, um den Protektor zu aktivieren. Muerte, doble. Racha ruda. Ja, da gehe ich lieber nicht hin. Euer Untergang ist besiegt. Sofort. El núcleo está bajo ataque. Vamos, rudos, tienen que reaccionar. Es war nicht schon eine Sauerei, dass der immer wegkommt. Beeindrucken Sie mich, Herrschaften. Der Protektor wartet auf Sie. Seid gesegnet. ¡Cayó! ¡Cayó ese fuerte! ¡Qué buena ejecución! ¡Cayó ese héroe! Nice. El público está que arde. Los técnicos se lanzan por el núcleo. Esto se puede acabar, señores. Nice. No había visto una lucha así en mucho tiempo, señores. Tiene que ser la pelea de la noche. ¿Qué digo? ¡Del año! Ja, die Lili hat das eigentlich ganz gut gemacht, da wir das Spiel gewonnen. Nausebo, Level 20, hat das Spiel gedreht. War doch nicht so schlecht, dass ich da unten eine Zeit lang war. Ja, haben wir doch wieder ein Spiel gewonnen. Early Game sah nicht gut aus, auch das Midgame nicht. Da habe ich mich dann doch ein bisschen zusammengerissen, nachdem die ersten beiden Tode total unnötig waren, dass ich dann so ein bisschen ein bisschen mehr darauf geachtet habe, dass wir die XP ranholen und dass ich nicht zu gierig bin. Das war hin und wieder ein großes Problem, aber wir haben das Spiel trotzdem noch gewonnen. Nett. Gut dazu dünn, viel Schaden gemacht und ich bin im Raid Game ein bisschen besser unterwegs gewesen. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Das war's mit der ersten Runde Heldenliga. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.